hier mit Katja. Katja! Hallöchen, Katja. Katja, wir spielen heute das erste Mal zusammen eine App, oder? Ja, das stimmt. Das ist richtig. Das erste Mal. Ja. Wir spielen heute das erste Mal zusammen eine Mobile-App und ich habe mir direkt ein richtig nettes Spiel rausgesucht. Und zwar werden wir heute Leute beklauen. Sehr nett. Danke. Ja. Das hast du sehr nett gemacht. Das ist mir auch, oder? Richtig nett. Ja. Wir werden heute mal ein bisschen hier rumklauen und schauen, wie gut unsere Skills also sind und wer von uns beiden heute hier eventuell der Meisterdieb werden könnte. Ihr könnt mal jetzt sofort in die Kommentare schreiben, was ihr meint, wer heute der Meisterdieb wird. Nicht schummeln, schreibt es jetzt. Ich warte. Okay, wir warten. Okay, ihr habt es reingeschrieben? Ja? Habt ihr? Gut? Gut. Noch nicht? Okay, wir warten. Okay, aber jetzt habt ihr es definitiv reingeschrieben, Leute. Jetzt legen wir los und schauen direkt mal, wer hier heute absahen wird, wer hier heute die meisten Sachen klauen und stibitzen wird. Level 1 würde ich direkt mal starten. Setz mich einfach raus. Ja, also wir sind hier das obere Strichmännchen in dem Fall und wir möchten diesen Koffer klauen. Ich würde ja lieber das Handy mitnehmen, aber das Spiel möchte, dass wir den Koffer klauen. Wer weiß, was da ist. Oh, das ist ja ich habe aber einen sehr langen Arm. Das ist so wie Elastigirl aus dem Unglaublich. Boah, wie fies. Boah, Katja, das ist schon echt. Ist das deine alte Oma? Ja. Ist die Oma Dania? Das ist die Oma Dania. Also ich finde es schon ziemlich frech. Das ist die Oma Dania. Guck mal, wie frech. Und dann guckst du und dann rennst du weg. Okay, Katja hat einfach Oma Dania beklaut. Oh, jetzt haben wir die Linien gar nicht. Aber was sollen wir? Ich glaube, ich soll den Einkauf klauen. Also ich sehe so, sehr hungrig aus. Stimmt, der sieht ja. Das zeigt ja, ich weiß nicht genau, was der hier ist. Warum man das macht. Bist du sicher, dass es vielleicht ist einfach kein Platz anders? Ach so. Jetzt habe ich die Einkäufe geklaut. Es tut mir leid, jetzt müssen die nochmal einkaufen gehen. Aber das lässt man halt auch nicht stehen. Ne? Das lässt man halt auch nicht einfach rumstehen. Achso, der möchte das hier. Warte mal. Soll ich so machen? Ja, ich würde so machen. Oh mein Gott. Guck mal, er hat dich mit seiner Frisur gepuncht. Guck mal. Ist der da noch, oder? Er ist ein Stier einfach. Er hat so den gemacht. Einfach. Guck mal. Über den Eiffelturm. Das macht ja so viel Sinn. So läuft das hier. So wird dann hier haben geklaut. Wir das. Sehr schön, ich bin stolz auf dich. Okay. Oh, ich soll den Müll. Ach nee, das ist kein Müll. Ich dachte gerade. Das ist so nett, ne? Du bist so nett. Ach ja, du kriegst dann den Müll. Okay, dann kann ich das ja übernehmen. Ich dachte, und ich klaue das mal so ein bisschen. Und dann packe ich das in die Mülltonne. Dann ich dich. Ich dachte, das ist ein Müllsack. Aber es ist einfach ein Sack mit Gold. Aber warte mal, was? Ist der auch ein Dieb? Ja, ich beklaue den Dieb. Okay, nee, warte mal, so vielleicht? Nee, aber dann merkt er das. Nein! Dann bin ich nur schlecht. Anscheinend. Wie war das bei Dora damals immer? Dora. Klauen. Was klaust du denn jetzt eigentlich? Die Perle. Ja. Die Perle? Die Perle. Hattest du schon mal eine Perle oder irgendwas mit so einer richtigen Perle? Nee, ich auch nicht. Ich glaube, Perlen sind sehr teuer. Es gibt ja diese Mallorca-Perlen. Die sind aber auch relativ teuer, finde ich. Mhm. So für Schmuck. Mhm. Also ich finde Perlen an sich so, sehen nicht so wirklich cool aus, aber so in der Muschel so. Das sieht schon, ja, das wenn schon sie da bleiben, cool, wo sie schon gehören, ja. Cool aus. Es gibt ja auch genug Perlschmuck mit künstlichen Perlen. Ja. Das stimmt. Jetzt mal ein bisschen wieder, lernen mit Tanja und Katja. Wie entstehen überhaupt Perlen? Hm. Also, das irgendwann mal, ich bin ein Sandkorn. Okay. Ich bin das Sandkorn, du bist die Muschel. Okay. Ich bin das Sandkorn, ich schwimme durchs Wasser. Und irgendwann denke ich mir so, oh mein Gott, das ist eine Muschel. Und dann lande ich hier und die Muschel denkt sich so, was denkt sich die Muschel? Ah, oh mein Gott, ein Fremdkörper! Ich hasse dieses Sandkorn! Ah! Genau. Und dann macht die Muschel folgendes. Das Immunsystem von der Muschel macht dann so. Und das Sandkorn macht auch so. Genau. Und dann pfeifen die so.
Und die Muschel macht dann einfach aus dem Sandkorn so eine Perle. Und dann, nach ganz viel Zeit, wird aus dem Sandkorn, das ich gerade dargestellt habe, eine wunderschöne Perle. Okay, gut, das war's. Gut, okay, sehr schön. Wie sind wir jetzt eigentlich hier hingekommen? Wir wissen es nicht. Ja. Aber lernen mit Dani und Katja. Sehr schön. Jetzt wisst ihr, wie Perlen stehen. Achso, jetzt bin ich ja dran, ne? Ja, du bist dran. Du musst den Schlüssel klauen. Hä? Aber warum lachen wir da so? Ups. Nein! Er hat dir einfach die Tür ins Gesicht so. Bim! Bim! Okay, ganz vorsichtig mit viel. Ja, sehr gut. Ja, jetzt. Ah! Da hat sie ihm einfach die Tür ins Gesicht gehauen. Kannst du es nochmal machen? Ich weiß nicht. Das kann ich doch mal machen. Katja, Lachmüse. Mir auch immer nur das. Oh mein Gott, wie fies. Aber egal, ich mach das einfach schon. Kein Problem. Ich klaue den Anfang. Ah, ja, stimmt. Easy peasy. Das ist jetzt. Mein Ring, guck, der ist da. Schön, hab ich nichts klaut. Oh, guck, der singt. Der singt. Ich hatte diese ganzen. TikTok. Ich hatte gerade die ganze Zeit diese ganzen TikTok-Seemannslieder im Kopf. Ah! Warum kommt jetzt TikTok-Werbung? Ah! Du hast das gesehen! Gesehen. Das war TikTok-Werbung. Das war TikTok-Werbung. Geh weg. Geh weg. Oh mein Gott. Wir reden jetzt nicht mehr über TikTok. Oh Gott. Was war das? Oh nein. Ich glaube, das ist eine Alarmanlage. Ganz gefasst, ist auch schön so. Ja, das stimmt. Aber sag mal, nicht, als ob er einfach nur das. Guck mal, der ist jetzt aber gar nicht traurig. In welcher Realität soll das jetzt passieren? Ich würde es jetzt. Kann schon mal vorkommen. Ja. Habe ich schon mal gesehen. Na, guck mal, ist doch an. Im Film. Ach nee, ach guck doch mal, der. Ach komm, Mensch, nee. Nee. Was ist das? Oh, guck mal, der Rainer, der hat jetzt hier den ganzen Tag, saß der Rainer da und hat geangelt. Hat er die Angel ausgeworfen und dann hat er gewartet und jetzt hängt er da. Ganze Kiste. Schon voll und jetzt komme ich hier und nehme dem Rainer die Fische weg. Weißt du, wir dachten, das ist sehr seltsam, dass wir so bei Sachen wie so eine Schatztruhe oder so einen Ring waren, so, okay, gerne wir, aber so ein Eimer so mit einem Fisch, da sind wir so, oh nein, der Arme. Der Rainer, guck mal, wie lange der hat jetzt da gesessen. Weißt du doch gar nicht, wie lange der jetzt da gesessen hat, um den Fisch einzusammeln. Ja, okay. Okay. Das ist schon gemein. Okay. Das ist schon gemein. Also das ist schwierig. Ich hab's aber schon. Ich hoffe das. Jawohl. Ja, guck jetzt ist er traurig. Ich hab die Tränen gesehen. Der Rainer hat geweint. Der Rainer hat jetzt geweint. Und wir haben die Fische geklaut. Ja, also guck mal. Das ist ja jetzt hier nicht der Rainer, der ein bisschen Fische gefangen hat, sondern da ist doch extra jemand angestellt von einer Sicherheitsfirma. Ich weiß nicht. Und der chillt einfach. Der guckt halt in die falsche Richtung. Also, ich hab das. Okay. Exzellent. Excellent. Okay, jetzt kannst du das machen. Oh nein, Geburtstagskuchen klauen? Boah, nee. Warum kriegst du die ganzen schlimmen Sachen? Oh nee. Warum kriegst du alles immer was zum Essen? Oh nee. Oh nee. Wie nennen wir den Geburtstagskind? Das Lukas. Geburtstagskind. Lukas. Unser Geburtstagskind, Lukas. Das haben wir schön. Eine richtig schöne Kirschtorte. Und jetzt komme ich mit meinem knurrenden Magen und sag. Ups! Du warst ein bisschen zu weit. Jetzt hat. Oh nein. Ups. Aber okay, ich weiß, das ist gut. Jetzt kann der Lukas weiter Geburtstag feiern. Oh gut. Aber ich klaue es ihm jetzt trotzdem noch. Yes. So. Komm her. Her damit. Lecker schmeckt! Aber guck mal, der Weinchen. Nein, der war nicht, der ist nur sauer. Aber das kann ich auch verstehen. Ich wäre auch sehr sauer, wenn ich mir so eine richtig nice Kirschtorte zum Geburtstag geholt hätte und dann kommt so einer und klaut die. Okay, das ging sehr schnell. Das ging sehr schnell. Ich dachte einfach nur, dass wir ein bisschen schnell. Ein Auto klauen? Ein Spielzeugauto? Ich klaue doch jetzt kein Spielzeugauto. Jetzt hat er aber wirklich diesen. Jetzt macht er wirklich. Ja. Ach, Stevie, ist der kleine Steve und ich klaue ihm jetzt ein Spielzeugauto. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah! Ach,
Guck mal, jetzt mache ich so. Ja, die ist kalt. Nee, aber was ist das? Ist das eine. Was ist denn das? Das war ein Wassersprenkler. Ich denke, du musst halt. Das sieht nicht so ganz gesund. So muss ich das machen. Ach, so muss ich ja, das machen. Sie ist seine Jacke schon gesichert, aber. Aber dann ist sie. Jetzt ist sie richtig hübschlich. Aber Leute, wir waren heute mal wieder ganz besonders gemein. Ihr habt heute mal wieder was gelernt mit uns gemeinsam. Ist das nicht wundervoll? Ich finde das ja ganz großartig. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr noch nicht wusstet, wie Muscheln entstehen und es nach dem heutigen Tage dann jetzt wisst. Und vielleicht, ihr wusstet auch gar nicht, wie gemein wir sein können. Ja, dann vielleicht auch. Seid ihr auch einfach extrem geschockt davon, was für böse Menschen wir sind. Das stimmt. Dann könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben da lassen, Leute. Und wenn es euch besonders viel Spaß gemacht hat und ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, dann lasst doch gerne auch ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Halt, stopp. Bleibt mal bei uns. Halt, stopp. Haben wir noch was zu sagen? Wisst ihr schon, dass wir auch ein Musikvideo gemacht haben? Das findet ihr hier über Katjas Kopf. Und wisst ihr auch, dass Katja versucht hat, Auto zu fahren? Das findet ihr hier bei mir. Da seht ihr, wie Katja Bus gefahren ist. Das war ganz wundervoll. Schaut euch das unbedingt an, Leute. Tschüss.